Aus wie eine Mickey Maus mit grünen Ohren. Naja gut, ich würde sagen, aber trotzdem Schuster.
Bleib bei deinen Leisten, was gut aussieht. Wir bleiben bei unserer Kappe. Bevor wir Caroline finden, würde ich sagen, wir gucken lieber nochmal nach, ob... Okay, zum Glück habe ich nochmal nachgeschaut. Sie hat nämlich erst morgen Geburtstag. Zum Glück habe ich ihr ein Geschenk nicht heute gegeben. Das wäre peinlich geworden. Man gratuliert ja bekanntlicherweise nicht vorm eigentlichen Geburtstag. Okay, guck mal, wenn ich hier gerade gefunden habe. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Dass ich vorhin völlig Schwachsinn erzählt habe. Lass das Emily und Abigail auf jeden Fall nicht herausfinden. Ich habe die zweimal verwechselt. Um Gottes Willen. Okay, Clint. Hol die Emily. Ich stehe voll hinter dir. Solange du dir nicht Abigail holst. Die spielt mich hier gerade Musik. Hallo? Hallo, hallo? Okay, sie interessiert sich überhaupt nicht für uns, aber vielleicht finden wir ja ihr Lieblingsgeschenk in der Mine und dann geben wir ihr das genauso, wie wir von Clint den Amethyst an Emily überreichen. Gehen wir runter auf Ebene 35 und gucken hier, ob wir vielleicht einen Amethyst finden, was auf jeden Fall gut wäre. Neue Ebene, okay, Kupfer nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Das ist nicht verkehrt, ein bisschen Kupfer mitzunehmen. Und ich glaube, ich nehme auch mal eine Fackel mit. Ah, seht ihr, da kommen schon die ersten Monster von hinten an. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt noch eine Ebene nach unten und farm, auch wenn es nur Kupfer gerade ist, noch ein bisschen weiter. Denn, wie easy ist das denn heute? Okay, wir haben schon wieder noch eine Leiter gefunden. Okay, wir gehen nochmal nachher drüben. Okay, nee, hier ist auch Ende. Da würde ich sagen, wir gehen gleich nochmal eine Etage tiefer. Okay, hier unten ist wieder sehr viel Kupfer. Auf jeden Fall nicht verkehrt, weil ich bin gerade relativ knapp in Bezug auf Kupfer. Und guck mal, was ich hier sehe. Einfach Quarz. Was natürlich das Lieblingsgeschenk von unserer Herzensdame Abigail. Jetzt bekomme ich es richtig hin. Lass die das ja nicht hören. Ey, sonst gucke ich echt um aus der Wäsche, ne? Holz ohne Höhlengarotte nehme ich mit. Die lasse ich mir noch schmecken. Oh mein Gott, eine Mumie. Was? Die war relativ stark. Die hat 3 Hits ausgehalten mit unserem starken Schwert, was 22 bis 120 Damage macht. Wir sind nochmal auf Ebene 65. Vielleicht finden wir hier eher einen Amethyst. Ich denke mal ja. Sieht nämlich auch schon ganz schön amethystisch hier unten aus. Und ja, guck mal, wir gehen direkt noch eine Etage tiefer. Ja, noch ein Quarz mehr. Jedenfalls nicht verkehrt. Und guck mal, hier kommt schon so ein Geist. Den nehmen wir doch ganz einfach mit. Noch ein Einzigheit dürfte das sein. Oh Mist, er hat uns getroffen. Und wir nehmen parallel das Quarz auch noch mit. Wir sind ja hier multitaskingfähig. Let's go. Eine geheime Notiz. Wow. Gucken wir uns mal an. Oha. Ist das Pam oder? Oh, weg ist es. Okay, krass. Okay, einfach gone. Hoffentlich finden wir ein Amethyst. Vielleicht, wenn es ganz gut läuft, habe ich sogar noch einen in der Chest zu Hause. Aber ich kann über nichts garantieren. Und deswegen müssen wir schon eher nochmal hier in der Mine nachschauen, ob wir tatsächlich hier einen Amethyst finden. Wir haben es schon ziemlich spät. Oh je. Ich mach schon mal meine Augen zu. Du vielleicht auch. Bevor ich jetzt einschlafe und nicht mehr weitergehen kann. Oh Mann. Solange wir unsere Items jetzt nicht verlieren. Tja. Okay. Unsere Mayonnaise wurde aber verkauft. Und zwar, ach okay, nicht 400 Geld. 190 Geld. Was auf jeden Fall auch eine ganze Menge ist. Tag 7 im Winter. Jahr 1. Guten Morgen an der Stelle. Dann essen wir nochmal ganz kurz was. Lecker. Und entladen unser ganzes schweres Krüppel hier. Hallo, wir haben gesucht. Pierre, Halli, fresh as ma. So, dein erstes Jahr im Sterntal ist schon fast vorbei. Ja, scheint so. Wenn du weiter bei mir deine Saatgut kaufst, bist du nächstes Jahr doppelt so produktiv. Da hast du recht. Und ich habe aufregende Neuigkeiten, da bin ich mal gespannt. Ich werde nächstes Jahr neue Sorten in meinem Laden verkaufen. Ich werde eine neue Sorte pro Season haben. Da
das ist gut, da werde ich mal bei dir vorbeischauen, würde ich sagen. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Tschüssi. Weißt du, du kannst die Mühe sparen. Das sah gut, der Konkurrenz zu probieren. Wir haben hier einen Amethyst. Just in case. Wir nehmen uns mal einen Amethyst mit, würde ich sagen. Falls ihr den nicht mehr hinbekommen, heute noch zu finden. Wir essen nochmal kurz hier was. Und, oh Gott, was habe ich gegessen? Ich habe die Narzisse gegessen. Oder was auch immer. Nee, das war keine Narzisse. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es was, was nicht gut uns willkommt. Naja, gut. Dann hauen wir uns lieber mal eine Pilze bereit, würde ich sagen. Ich glaube, die boostet unser Leben und Essen. Wieder voll nach oben. Oh yeah, da bin ich voll. Fresh Esma, du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden habe. Du warst ohnmächtig. Jemand hat deine Tasche durchsucht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld er mitgenommen hat. Aber er ist sofort weggerannt, als ich näher kam. Pass auf. Ey, danke, Linus. Guck mal, was hier da ist. Unsere Scheune. Ich würde sagen, die füllen wir aber im nächsten Video. Seid auch auf jeden Fall gespannt. Wir nehmen unsere Mayonnaise hier erstmal wieder mit. Und oh nein, ich habe vergessen, unsere Hühner zu füttern. Wie peinlich, wie peinlich. Ei, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Hier habt ihr wieder was zu essen. Und dann gehen wir jetzt auf der einen Seite zu Caroline, denn die hat ja heute Geburtstag. Und auf der anderen Seite finden wir vielleicht Abigail und geben ihr mal ein Geschenk. Was steht in der Post? Hallo Fresh Esma. Morgen versammeln wir uns alle vor Manis Haus für das Fest des Eises. Oh, bin ich mal gespannt. Okay, moin Clint. Ja, Geoden aufbrechen. Wir fangen an mit einer normalen Geode. 3 Kohle. Na Mensch. Dann nochmal. Immerhin etwas. Noch eine Geode. Stein. Okay, das würde ja immer schlechter kommen. Okay, das ist jetzt auch nicht das Goldene vom Ei oder Gelbe von Ei, sagt man. Ne? Und das Allerletzte. Okay, das war schlecht. Aber da kommen mit gefrorenen Dioden. Junge, was ist das denn? Speckstein. Der verkauft sie bestimmt für viel Geld. Gut, die 3 Steine, die können wir mal ignorieren. Jetzt sind es inzwischen 6 Steine und... What? Was ist das? Ozeanstein. Let's go. Wie viel willst du dafür? 120. Kohle. Nimm, nimm, nimm. Ozeanstein, nimm dir einfach 220. Das verkaufe ich dir gerne. Ich habe eine Katze hin. Ich wollte eigentlich gerade noch was verkaufen. Oh, hallo. Mein Vater und ich testen nur ein paar Bodenproben. Okay, mal gucken. Wie? Sei nicht schüchtern. Wir können sogar ein wenig Hilfe gebrauchen. Na dann, zeig mal her, wie kann ich dir denn helfen? Könntest du für mich diese Reagenzglas im Auge behalten. Ich hole nur die letzte Ladung an Proben. Bin gleich wieder da. Gotti, ich gucke mal, was es denn da gibt. Und los geht's, jetzt holt sie ihre Proben. Danke, dass du uns hilfst, Fresh Ace Mark. Kein Problem. Wir sind doch Homies. Kein Problem, kein Problem. Maro ist ein braves Kind. Sie ist mein besonderes kleines Mädchen. Ich hoffe, dass nicht ihre strahlende Zukunft in die Gewehre kommen wird. Wenn du verstehst, ja klar, das möchte doch jeder Vater. Das wär's doch. Jeder wünscht sich doch nur das Beste. Nur so als kleinen Denkanstoß. Lach. Okay, da ist sie schon wieder. Schlau scheint sie auf jeden Fall schon mal zu sein. Was das angeht, sollte ihr nichts im Weg stehen. Ich hoffe, ihr habt euch während meiner Abwesenheit gut unterhalten. Kein Problem. Klaro, ich habe Fresh Asthma nur heute über den Bodenproben erzählt, die wir untersuchen. Nicht wahr, Fresh Asthma? Nicht sagen, eigentlich hat mir den Vater merkwürdig benommen. Nee, nichts sagen. Hier, Fresh Asthma, ich zeig dir, wie man die Ausrüstung benutzt. Na dann, zeig mal her, zeig mal her, zeig mal her, zeig mal her, da bin ich mal gespannt. Und, da sind wir schon rausgeschmissen. Okay, wir sind nochmal auf Ebene 65 erneut und wir werden instant schon angegriffen. Denn die Monster machen uns schon gut Damage hier. Wir versuchen nochmal einen Amethyst zu finden. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier einen kleinen Speedrun auf der Suche nach dem Amethyst. Und besiegen erstmal alle Monster. Wir haben hier noch eine Geheimnotiz. Okay, okay, dort ist irgendwas versteckt. Da bin ich mal gespannt.
Ebene neues Glück. Boah, guck dir das mal an. Einfach so ein Riesenfeld mit Kupfererz. Das nehme ich mir mit. Auch wenn wir gerade relativ viel Kupfer wieder haben. Wegen gestern, da haben wir eine ganze Menge Kupfer gefunden. Nehme ich das auf jeden Fall mit. Ach, weißt du was? Ich habe es leider nicht geschafft, noch mehr Amethyst zu finden. Deswegen begeben wir uns jetzt gleich zu Emily und geben ihr eben unseren Amethyst im Namen von Clint. Denn wir sind ja ein Ehrenmann. Und dann verschenkt man das einfach mal. Muss ich halt mein Opfer bringen. Aber für die Freundschaft machen wir alles. Mal gucken, ob sie gerade zu Hause ist. Oder vielleicht woanders. Caroline chillt hier und beobachtet den Schnee. Ist jemand zu Hause? Mal gucken, ob sie da ist. Oder gerade nicht. Ali ist zu Hause. Nee, vielleicht ist Emily zu Hause. Guck. Sieht aber nicht so aus. Wo ist Emily wohl? Vielleicht finden wir sie gleich. Da habe ich sie gefunden. Sie arbeitet im Salon. Und dann begeben wir uns mal zu ihr. Bitte schön. Oh, mein Lieblingsstein. Du bist so süß. Guck mal. Hä, der ist von wem? Oh, du hast ihn von bei Clint geholt. Naja, egal. Woher er ist. Er ist wunderschön. Danke dir. Knutsch. Oha. Guck mal. Was? Bruh. Einfach gone. Clint hat uns nichts dafür gegeben. Na gut. So ist es halt. Einfach. Haben wir Herzen dafür bekommen. Immerhin eins. Okay, im nächsten Video wird ja dieses Winter-Event sein. Aber währenddessen du darauf wartest, kann ich dir jetzt das letzte Video empfehlen. Und zwar war das mein Luckiest und Unluckiest Tag in Stardew Valley zur gleichen Zeit. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Und dann lass jetzt gerne ein Like und ein Abo da, wenn es dir gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.